ein Bild kommt mir in den Sinn. Du läufst auf einer schönen grünen Wiese. Du weißt zwar schon, da vorne ist mal ein Abgrund, aber plötzlich stehst du einfach dort, wo es nicht mehr weitergeht. Frauen, die, wenn sie heiraten, selbstverständlich den Namen vom Mann übernehmen. Also dort habe ich einzelne Sachen, das Gefühl, das ist ein bisschen wieder ein Rückschritt. Herzlich willkommen zum Bänkli-Tag 2021, und zwar zum ersten in diesem Jahr. Neue Musik hat es gegeben und ich würde mich freuen über Kommentare, wenn ihr die findet. Heute bin ich in der Stadt Bern und bei mir auf dem Bänkli sitzt Veronika Schaller. Sie ist die Regierungsrätin von Basel-Stadt. Sie ist kulturverantwortlich für die Stadt Bern. Aktuell ist sie Präsidentin von Cura Viva Basel und sie hat sich schon früh für die Frauen eingesetzt, sprich für die Emanzipation. Und am Frauentag, Internationalen Frauentag, darf ich Sie hier auf dem Bänkli begrüßen. Liebe Veronika. Hallo, Gabo. Schön, dass du mit mir auf dem Bänkli sitzt. Dankeschön für die Einladung. Wir haben wunderbares Wetter. Super, schönen Ort, gutes Wetter, alles gut. Perfekt. Meine erste Frage darum gerade, wieso sitzen wir hier auf diesem Bänkli? Also warum sitzen wir in Bern? Ich bin im 2003 auf Bern gezogen und bin in der Altstadt habe ich eine Wohnung gefunden oder haben wir eine Wohnung gefunden und das ist hier ganz in der Nähe von der Münsterplattform. Die Münsterplattform ist so eine lebigen, grosszügigen Ort in der Stadt Bern, wo man die Alpen sieht, wenn es ganz schön Wetter ist, wo es viele Leute hat, Spielplätze, ältere Leute, die Bull spielen und so weiter. Also es ist einfach ein super Ort. Und selbst in Corona-Zeiten, es ist eine kurze Zeit, die Plattform zu, es war gesperrt. Ja. Aber eigentlich hat es jetzt immer Leute gehabt, auch in dieser ganzen Zeit. Und es pulsiert da, wie man so rund um die Sonne sieht. Ja, jetzt gerade noch nicht so verrückt, aber es kommt dann. Man kann sich schon ein bisschen vorstellen, wie es wird. Wunderbar. Jetzt meine zweite Frage. Wie alt bist du aktuell? Ich bin 66 Jahre alt, im Mai von diesem Jahr. Mhm. Und ich bin pensioniert seit gut zwei Jahren. Genau. Und wie fühlt sich das an, pensioniert zu sein, so wie du das jetzt gerade sagst? Ja, das hat ganz verschiedene Schattierungen. Also es ist... Ich fange vielleicht an, bevor ich pensioniert worden bin, habe ich plötzlich gemerkt, es ist so ein Bild, kommt mir in den Sinn, du läufst auf einer schönen grünen Wiese, du weißt zwar schon, da vorne ist dann mal ein Abgrund, aber plötzlich stehst du einfach dort, wo es nicht mehr weitergeht. So ist mir das vorgekommen. Ich hatte total Angst gehabt. Ich habe gefunden, ich bin viel zu früh pensioniert worden, mit 64 knapp. Ich habe nicht gewusst, was noch weitergeht. Ich habe plötzlich keine Aufgabe mehr gehabt. Ich habe die Idee, es wartet ja auch niemand auf mich. Ich habe wirklich Schiss gehabt von dieser Zeit, die kommt. Und haben wir dann schon so vorgenommen. Ich spiele Klavier, Gott sei Dank, schon seit einiger Zeit. Ich spiele dann halt mehr Klavier und ich lese mehr und gehe mehr spazieren und so, was man halt so. Ich gehe mehr ins Kino und ins Theater, was man damals so gewünscht hat, oder? Ja. Was man könnte machen. Und dann sind aber sehr schnell Anfragen gekommen für Engagement. Zuerst ich bin Präsidentin von der Musikschule von der Stadt Bern. Ich war dann schon im Stiftungsrat gesehen und gerade frisch Präsidentin geworden und wusste, das will ich behalten. Ich bin angefragt worden, mitzumachen im Verwaltungsrat vom Theater Basel als Vertreterin vom Personal eigentlich dort, also Schwerpunkt Personal. Und dann am Schluss ist eben die Funktion als Präsidentin von Cura Viva Basel Stadt. Also das ist die Vereinigung von allen Basler Alterspflegeheimen, das sind 42 an der Zahl. Und da habe ich gedacht, doch, das ist jetzt nicht schlecht, das ist zwar nicht viel und so, und das ist easy, aber ich habe mich gefreut, dass ich auch noch gefragt wird und dass meine Beziehungsnetz, das ich eigentlich immer auch gepflegt habe, auch auf Basel, dass die weiter funktioniert haben. Dass es immer noch Leute gibt, die an mich denken, wenn es darum geht, jemand Nächstes empfehlen. Das habe ich ganz toll gefunden und bin auch ein bisschen überrascht von dem. Das heisst aber in dem Fall, eben, dass die Angst vor dem Abgrund, den du jetzt vorher beschrieben hast, die ist jetzt in deiner Situation in dem Fall unbegründet gewesen, weil es gar nicht den Abgrund gegeben hat, sondern es ist ja weitergegangen. Ja, das ist richtig. Und ich hatte so ein bisschen zwei Seiten. Das eine ist Angst vor dem Abgrund und das andere ist gesehen, geben wir irgendetwas, ich mache irgendetwas, ich will einfach irgendetwas machen, oder? Und dann nehme ich irgendeinen Mist an, den ich eigentlich gar nicht haben will und den bereue. Und beides hat sich ja
dann ganz, ist ganz anders gekommen, als meine Befürchtungen gewesen sind. Aber das können aushalten, im Moment einfach wirklich nicht wissen, was ist in einem halben Jahr. Das hat mich gestresst. Obwohl ich das ja auch schon hatte, als ich nicht gewählt worden bin in der Basler Regierung. Ich hatte auch eine Zeit, als ich überhaupt nicht wusste, was ich weitermache. Da war ich 45 Jahre alt und ohne jeglichen Job und eigentlich auch ohne Ausbildung. Ich bin viel Einserer, also ich habe eine Leitz, viel Eins und mit dem kannst du jetzt auch kein Brot verdienen. Und das war noch auch heikel dort. Und das ist dann eine längere Zeit gegangen, aber es ist auch etwas gekommen. Auch dank ja, sicher den eigenen Ressourcen, oder? Dass man etwas hat, das man selber machen kann. Musik immer, lesen. Interessen an Kultur immer. Aber eben auch dank Freunden und dem Netz, wo man drin ist und mitpflegt. Du sprichst jetzt gerade zwei Sachen an. Das eine ist die Freundschaft, die du gepflegt hast über all die Jahre, die dir in dem Fall auch einen Halt gegeben hat. Jetzt in so einer Situation damals mit 45. Wie auch jetzt mit der Pensionierung? Oder wie siehst du das? Ist das ein wichtiger Teil für dich? Ich finde das enorm wichtig. Also ich denke, in all diesen schwierigen Situationen war es dann übrigens beides mal eine Frau, die mir gesagt hat, hey, ja genau, das wäre doch etwas für dich, mach doch das. Jemand, wo man immer so ein bisschen nicht eng befreundet war, aber einfach immer einander verfolgt, begleitet hat, auch eine gemeinsame Geschichte hat. Und die immer auch ein bisschen weitergeschrieben hat. Sind beides mal nach der Abwahl hatte ich eine Stelle dann gehabt, im Ausbildungszentrum vom Inselspital, wo eine Freundin mich eigentlich dort reingebracht hat. Und jetzt beim Verwaltungsrat vom Theater Basel, wo meine Vorgängerin eine alte Freundin ist von Basel, die gesagt hat, ah ja, genau, Veronika, du könntest das machen. Es ist nicht nur, dass die Freundschaften pflegen, sondern es ist für mich auch Wertschätzung, ich habe das Wort nicht so gern, aber das Gefühl, ich bin immer noch geschätzt, ich bin nicht nur einfach Opfer, ich weiß auch nicht, der ist jetzt in Bern, der ist einmal abgewählt worden und das ist nichts mehr, sondern, ah doch, die kann das, oder? Auch jetzt bei Cura Viva, bei den Alterspflegeheimen, wo ich noch viele Leute kenne von früher und noch von der Gewerkschaftsarbeit her und von der Regierungsarbeit her, die jetzt immer noch im Job sind. Und das sehr gerne mit mir zusammenarbeiten und ich mit ihnen gerne zusammenarbeiten. Also es ist ja so, aha, geht noch, ist gut, oder? Das finde ich super, das ist ganz toll. Das Zweite, was ich noch herausnehmen möchte, aus dem, was du vorher gesagt hast, ist, du hast mit 45 ja wie einen Schnitt gehabt und dann ist es nicht mehr, du hast nicht, wie gesagt, weißt nicht, wie es weitergeht. Jetzt aber in der Pensionierung oder auf das Datum hin, hast du ja vorher gesagt, ja, der Abgrund kommt wieder. Die Wiese, wo du nicht weißt, wenn sie aufhört. Hast du von dem gar nicht können, wirklich das mitnehmen, die Erfahrung, wie es eine andere ist, Pensionierung? Oder wie nimmst du das wahr? Oder hast du das wahrgenommen? Es ist etwas völlig anderes. Also mit 45 habe ich gewusst, ich muss irgendetwas weiterarbeiten. Das geht gar nicht anders. Mein ganzes Selbstwertgefühl und meine Existenzberechtigung hängt damit zusammen, dass ich arbeite. Und mit 64, als ich jetzt pensioniert worden bin, ist es jetzt fertig. So, jetzt gehörst du zum alten Eisen, oder? Das sind schon zwei völlig verschiedene Situationen gewesen. Natürlich hat das Zweite auch etwas weniger Beängstigendes gehabt. Das ist normal, das geht allen so. Und Gott sei Dank finanziell alles wunderbar. Man muss nicht jetzt Fünferl umdrehen. Aber es ist jetzt fertig. Es ist jetzt definitiv eine andere Phase vom Leben. Und das Schöne an dieser Situation, die ich jetzt habe, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt so ein bisschen beides, also auch dank Corona, wo der ganze Alltag und alles auf den Kopf gestellt hat. Ich habe jetzt, es geht weiter, also das Wissen, eben, es sind noch Leute an mir interessiert, es gibt noch Aufgaben, wo ich etwas beitragen kann. Aber auch manchmal das Gefühl, ja, wenn es ein bisschen weniger wäre oder wird, dann mal, ist das nicht so schlimm. Das ist eigentlich auch super, mal die Bücher wirklich lesen, die ich mir vorgenommen habe. Und die Filme alle schauen, wo ich will und so. Das ist, also von dort her jetzt auch etwas sehr Positives für die definitive Pensionierung, wenn er mal kommt. Wenn ich jetzt schon im Intro gesagt habe, wir haben das überhaupt nicht geplant, aber heute ist der internationale Tag, Frauentag. 8. März, Tag der Frau. Genau. Und ich habe gelesen, dass du dich schon vor vielen Jahren für die Frauen ja schon angefangen hast einzusetzen.
Wieso ist das überhaupt entstanden bei dir damals? Das war auch ganz eine andere Zeit, wie wir heute haben. Wir haben uns für uns selber eingesetzt. Also, ich bin politisiert worden in der POCH. Das ist eine schweizerische Partei, die es schon lange nicht mehr gibt. Und das hat man dann irgendwann gemerkt, dass wir schon vor allem auch angelehrt worden sind, im Briefmarken kleben und Versand machen und so. Aber wirklich die politischen Diskussionen, die haben eigentlich den Terre geführt. Und aus der POCH heraus hat sich die OFRA gebildet, die Organisation für die Sachen der Frau. Mhm. Wir haben uns eigentlich zuallererst von uns selber gewehrt. Wir haben selber Politik machen, selber unsere Forderungen stellen. Mutterschaftsurlaub war ein Thema. Aber auch die ganze Medizin, also Gynäkologie, wie man mit Frauen umgeht in der Medizin, war auch ein wichtiges Thema. Und wir haben die Zeitung rausgegeben, die Emanzipation, die ich mitgemacht habe. Und auch das Layout noch habe, von Hand. Okay. Das war eine ganz tolle Arbeit. Also von Hand noch? Ja, natürlich, ja. Von Hand. Das ist eine andere Zeit. Ja. Darf ich fragen, wann war das genau? 77, 83, 84, also. So in dieser ja. Zeit. Und wir haben für andere gekämpft, natürlich gleicher Lohn, gleiche Arbeit. Mit den meisten von uns sind privilegiert und haben eh schon eine gute Ausbildung gehabt. Also, es hatte keine Verkäuferinnen gehabt in der Woche. Aber ja, viele gute Frauen, die dann auch zum Teil sehr weit gebracht haben und, und wirklich die Karriere gemacht haben, die sie sich gewünscht haben in dieser Zeit. Jetzt möchte ich gerade schnell darauf eingehen. Du hast jetzt gesagt, viele, deine Wegbegleiterinnen, die haben Karriere gemacht. Du selber hast ja auch Karriere gemacht. Unter anderem eben Regierungsrätin Basel-Stadt. Wie war das in dieser Zeit gewesen? Ich war die erste Frau in der Basler Regierung. Mhm. Wir sind vier Leute gleichzeitig neu gewählt worden. Ja. Also ich hatte drei Kollegen gehabt, und ich bin auch mit Abstand die Jüngste gewesen. Ich hatte drei Kollegen gehabt, die alle etwa 10 Jahre älter waren. Und dann noch einmal drei, die deutlich älter waren als ich. Also so 20, 30 Jahre meine Väter hätten können sein. Okay. Und das ist, also die haben sich noch sehr gesagt in den Sitzungen am Anfang. Und er hat gesagt, ja, nein, Veronika wollte sagen und so. Also mich auch so ein bisschen betreut und eingeführt. Es war sehr schwierig, aber ich glaube, ich habe mich dann auch zum Teil auch komisch verhalten. Also es ist in so einem Gremium allein Frau sein, ist extrem schwierig. Ich glaube, das kann man nicht richtig machen. Das ist wirklich extrem. Und es ist ganz anders geworden. Nach 5 Jahren, wir hatten die Verlängerung von der Legislatur, ist die zweite Frau gekommen und das hat gerade sofort geändert, alles. Und, ist wahr. Ja, also wirklich, es ist wie Tag und Nacht gesehen. Bist du aber auch durch das eine Art, oder du hast so die Wegbereiterin sein jetzt für die zweite Frau, damit man das auch, ich sage jetzt mal, in diesem Gremium anders hätte können machen? Oder ist es, was war der Impuls gewesen, dass das anders ist? Plötzlich. Wir haben einfach ganz einen anderen Faden gefunden zu einem anderen, ein Selbstverständlichen. Und die Selbstverständlichkeit ist in dieser Förmlichkeit. Das sind ja 7 Leute, die sich ja nicht freiwillig zusammengeschafft haben, sondern die sind vom Volk für das gewählt worden. Und natürlich hat es mehr Nähe und weniger Nähe gegeben. Aber also die Selbstverständlichkeit hat es nicht gegeben. Es war eigentlich ein Konkurrenzverhältnis. Okay. Und mit Barbara Schneider, die zweite Frau war, das ist einfach bei gewissen Sachen, haben wir einfach miteinander geschnurrt. Mhm. Du übrigens, ich habe gefunden, wie kann ich dir dort helfen? Und ich habe das Gefühl und so. Also es sind einfach Sachen, die man sonst mit den Männern nicht gegangen in dieser Konkurrenz nie gemacht hat. Nimmst du das heute anders wahr? Oder ist es heute anders? Also jetzt mal so ganz grundsätzlich Verständnis. Es ist ja selbstverständlich auch. Das Zusammenarbeiten von Männern und Frauen. Und auch das Gewohntsein. Also das ist ja beidseitig. Die Männer haben noch nie mit einer Frau auf der gleichen Ebene geschafft. So völlig. Was machst du da? Du bist nicht am Herd. Ich habe schon mal davon gelesen, aber einer war Uniprofessor vorher, der hat vielleicht auch schon mal eine Kollegin gehabt, die Assistenzprofessorin war, aber sicher nicht ordentlich. Aber sicher nicht auf der gleichen Ebene in dem Sinn. Es ist daran gewöhnt, dort ist ein ganzer Haufen. Ist gut, ist passiert und hat sich zum Guten entwickelt. Und was mich mehr so ein bisschen beunruhigt heute, sind Frauen, die selber gar nicht so wollen, Karriere machen, weil sie, dass es anstrengend ist. Frauen, die von Anfang an einfach 80% arbeiten wollen, weil sie finden, 100% ist viel zu anstrengend. Was dann natürlich wieder Auswirkungen hat auf die Altersvorsorge mal im Alter.
Frauen, die, wenn sie heiraten, selbstverständlich den Namen vom Mann übernehmen. Also dort habe ich bei einzelnen Sachen das Gefühl, es ist ein bisschen wieder ein Rückschritt. Also Sachen, die man so zum selbstverständlich gemacht haben, werden heute wieder ein bisschen zurückgenommen. Das bereue ich, also nicht bereue ich, das bedauere ich, dass dort die Frauen heute nicht alle einfach tough weiterlaufen und ihre Rechte einfordern und ihre Gleichstellung einfordern. Ich möchte etwas jetzt schnell, was du sagst, noch auf etwas eingehen, was ich noch, eigentlich noch wichtig, ganz wichtig finde, ist, du hast jetzt den Zusammenhang Altersvorsorge und Frauen erwähnt. Mhm. Wie siehst du das? Weil ich habe den Eindruck, also das Thema Altersvorsorge und so, wie schiebt sich ja alles vor sich her. Es ist ja nicht sexy und spannend. Wie nimmst du das als Frau wahr? Ist das etwas, wo man sich eben schon in jüngeren Jahren darum kümmern sollte? Oder wie nimmst du das wahr? Ja, unser System mit der ganzen Sozialvorsorge und Berufsvorsorge ist auf 100% Erwerbstätigkeit eigentlich ausgerichtet. Und auf die völlig von mir unverständliche Aussage, wenn du dann pensioniert bist, dann brauchst du noch 60% von deinem früheren Einkommen. Wieso denn? Also, Wer definiert das? 40% einfach heute zum Fenster ausgehen? Oder ich habe ja weniger Abzug bei den Steuern und ich brauche ja mehr, weil ich mehr in Ferien gehen kann. Und heute hat es immer mehr Leute, nicht nur Frauen, aber überwiegend Frauen, die Teilzeit arbeiten, die also die volle Rente gar nicht erreichen können. Ja. Die später einzahlen in die zweite Säule und die natürlich den Anspruch dann haben, wenn sie pensioniert sind, dass sie weiterleben wie vorher. Und das geht nicht auf. Das geht finanziell nicht auf, außer du hast noch gute Erbschaft gemacht, was natürlich auch viele Leute heute haben, aber jetzt auch nicht die Mehrheit. Und das finde ich schon noch schwierig. Ja? Also, was macht man in dieser Situation? Muss man unsere Sozialversicherung neu denken? Muss man Sparen irgendwie mehr vorschreiben, also Berufsvorsorge stärken oder ich weiß, ich habe keine Lösungen. Aber ich denke, es ist so, wie es jetzt eingerichtet ist, das entspricht nicht mehr der Generation, die in 30 Jahren pensioniert wird. Das geht nicht mehr auf zusammen. Vor allem mit all den Veränderungen, die wir dann noch wirtschaftlicher Natur haben, wie Zinsen, die tiefer sind etc. Also auch dort ist ja der Druck stark vorhanden, gekoppelt dann noch mit tieferen Einkommen und so weiter. Wo man ja gemeint hat, das geht ewig weiter, das wird ewig zu 6-7% verzinsen, das gibt dann eine gute Rente. Ja. Oder? Und heute ist es halt Realität. Nicht mehr so. Und ich glaube auch, die Realität wird noch härter werden für die Generationen, die du jetzt ansprichst. Ja. Das heisst, wir müssen dort neue Modelle, wir müssen dort neue Modelle wirklich diskutieren. Und dort müssen die jungen Frauen vor allem dran und sich überlegen, was sie wollen. Weil es sind weiterhin sie, die Kinder haben. Und Pausen in der Erwerbstätigkeit. Jetzt kommen wir so langsam Richtung Ende von unserem Gespräch. Und ich tue immer meinen Gästen die Frage stellen, was würdest du meinen Zuschauerinnen und Zuschauern mit auf den Weg geben? Und du hast da carte blanche, also was auch immer für dich wichtig ist. Ich glaube, wegen das, was vor der Pensionierung passiert, ist einmal sehr wichtig. Dass man etwas hat, das man weitermachen kann. Ich bin froh, dass ich Klavier spiele und das jetzt auch noch weiter vertieft habe und intensiver mache. Freunde, das kann man alles nicht mehr machen, wenn man pensioniert ist. Einfach so schnell aus der Schublade ziehen, dann muss man vorher etwas machen. Wenn man das aber alles nicht hat, dann geht es trotzdem weiter, weil es extrem viele Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren, bei Gruppen dabei zu sein. Das habe ich jetzt heute von meiner Klavierlehrerin gehört, jemand, der einfach in Basel per Mail eine Saxophongruppe aufgemacht hat. Sie sagt, wer will mit mir Saxophon spielen? Und jetzt sind sie, glaube ich, schon 50 Leute, die zusammen spielen. Wow. Einfach, es gibt ganz viele, man muss den Mut haben, man muss es machen. Und es ist kein Abgrund, der kommt, sondern es sind andere Wege. Es ist etwas Neues, etwas, was man nicht kennt. Und darum muss man neugierig bleiben. Das finde ich ganz wichtig. Man darf nicht einfach abstellen. Ich möchte da noch, gerade, mir kommt noch etwas in den Sinn. Ich durfte heute noch einen Kunden besuchen. Und er hat mir gesagt, er tut seit 3 Jahren in der Region, wo er lebt, freiwillig fötzeln. Was ist fötzeln? Fötzeln ist, du gehst mit einem Abfallsack unter einer Zange, den Abfall, wo die anderen sozusagen liegen lassen, aufnehmen. Weil er einfach sagt, er möchte einen Beitrag an die Allgemeinheit geben. Und ich finde das etwas mega Schönes. Vor allem, wenn ich immer auch sehe, wie die Leute heute den Abfall liegen lassen, was ich eigentlich sehr bedauerlich finde.
Also auch das kann ja etwas sein, wo einem auch einen Inhalt gibt. Das heißt, durch das ist er gezwungen, sozusagen, auch immer mal mit dem Velo ist er unterwegs, ja, und so weiter. Das ist jetzt etwas von anderen gemacht. Das ist auch das, was unsere Generation gelernt hat. Man macht immer etwas für Gesellschaft, man gibt immer etwas, ja, für Gesellschaft zurück. Aber man darf auch etwas für sich machen. Man darf auch wirklich einfach Freude haben am für sich lesen, Klavier spielen, ja, gute Filme schauen, gut essen, kochen. Es ist schön, wenn es auch für andere ist, aber es darf auch für sich sein. Einmal etwas für sich. Es ist eine schöne Balance, die man auch erreichen kann. Genau. Liebe Veronika, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du mit mir hier im wunderbaren 8. März.